Und das am besten. Wie machen wir das am besten jetzt? Wieso irgendwie? Sollen wir da hinterfahren? Lack of items. Oh, wir haben keine Bänder mehr. Oh je, oh je. Gibt's ja nicht. Wir haben keine Bänder mehr, aber guck mal, was da drin ist. 300 Bänder. Haha. So, hier lang, oder? Dann hier nach vorne, würde ich sagen. Bis zum Äquator. Und noch viel weiter, haha. Jawohl. Immer noch Kupfererz mitnehmen. Eisenerz mitnehmen. Denn, meine lieben Freunde, wir müssen ja aus diesem Zeug noch was machen. Und zwar machen wir aus Steinen in der Schmelze Glas. Und Beton, soweit ich weiß. Beton, Beton. Ich hoffe wirklich, das kommt gut bei euch an, das Video. Und ich würde nämlich weiterhin gerne Videos zu diesem Spiel machen. Es ist ein bisschen entspannter als die ganzen RPGs und Schleichspiele und Dark Souls Sachen, die sonst so geplant sind. Einfach zwischendurch, um mal runterzukommen, schöne Fabrik bauen. Ganz ungestresst, auch zu mal Erfolg zu haben. So. Komm, das Zeug da rein. Rein. Ja, jetzt ist der Mech das erste Mal voll. Da freut sich der Mech. Ja. Wie sieht's aus? Haben wir schon Schmerzen? Nee, haben wir noch nicht. Gut, die Platten sind leer. Gibt's ja nicht. Was ist das Problem? Zu wenig Supply. Das heißt, wir brauchen mehr Arme in das, in die Schmelze rein, oder? Mehr Arme in die Schmelze. Hilft das? Working. Ja, ich glaube, das hat geholfen. Dann machen wir das gleich überall. Der Input muss passen. Hier haben wir auch zu wenig Platten, aber das liegt jetzt daran, dass die Distanz so groß ist. Haha, meine Freunde, das erste Problem, das erste logistische Problem. Aber das kann ich leider so nicht lösen. Es muss am Anfang jetzt so laufen, bis ich schnellere Bänder habe und schnellere Greifer. Das ist leider so für den Anfang. So, nun, die Schmelzer.
die Schmelzer, die machen wir. Ich würde sagen hier und das Produkt dann links daneben. So, das erste Mal ein für Glas und ein für Beton. Dann zwei Lines für die für das Produkt jeweils. Dann brauchen wir hier noch Power. Das wird später alles umgebaut, keine Angst. Sehr rudimentär gesetzt, jetzt einfach hier der Rudi. Hier, umso näher man an einer Baustelle dran ist, umso eher bauen die Drohnen das. Das haben sie sehr schlau gelöst. So. Mein Lieber, du machst Beton. Und du machst mir Glas. So, während das gebaut wird, kann ich ja schon mal die Kupferschmelze anwerfen. Die brauchen wir ja auch noch. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ah, da brauchen wir einen Tesla Tower. Anders geht's nicht. Und Arme habe ich gesehen. Haben wir keine mehr? Keine Arme mehr. Brauchen wir mal zwei Stacks. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal eine Output-Line legen. Put, put. Und die Line können wir weiterziehen. Bis zum Mainbus. Ja, es nimmt Form an, es nimmt Form an. So, was ist hier passiert? Ist es nicht verbunden? Ist das ein Grafikfehler gewesen? Nee. So, hier können wir Kupfer schmelzen. Du darfst dann auch Kupfer schmelzen. Sobald meine Arme gecraftet sind. Und jetzt macht er erstmal das. Tja, ist auch okay. Was gibt's hier? Upgrades, Technologien. Irgendwas muss ich doch noch erforschen können. Ne, ist alles mit Forschungszentrum. Mit den Upgrades. Der Frame. Das Motoren habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Energiekreis. Energy Circuit. Das habe ich noch nicht. Das Graphit. Kann ich also nicht machen. Kann ich auch nicht. Das kann ich machen. Drive Engine. Die Drive Engine. Kann ich machen. Das kann ich nicht machen. Das kann ich auch noch nicht machen. Das kann ich auch noch nicht machen. Okay. Das da oben. Kann ich auch nicht machen. Nee. Habe ich schon geguckt, ne? Leider, leider. Wie sieht's aus mit dem Tank? Tank ist noch da. Richtig gut sogar. Ich bräuchte langsam mal die Ärmchen. Aber der baut halt immer noch an den Windturbinen. Ah, jetzt kommen dann die ersten Arme durch.
Chips brauchen irgendwie verdammt lang. Kann das sein? Oder laggt das immer wieder? Mit dem Bauen. So. Hier reinfädeln. Nee, falsches Menü, falsches Menü. Da reinfädeln. Und hier rausfädeln. Falsches Menü. So, und damit haben wir dann Kupfer. Kupferplatten. Automatisiert. Hätte das gedacht. Ja. Da hinten geht ja auch nichts weiter. Von wegen Baufortschritt. Was ist das? Achso, Kohle ist das. Kohle, Kohle, Kohle. Kann man denn etwas aus dem Inventar nehmen? Ach, da stand es gerade, oder? Warte nochmal. Take Items, Split Items. Transfer All, Transfer Group. Ah, Shift. Shift. Ah, nice. Autosave. So, jetzt brauche ich 60 von den Ringen. Von den Magneten. So. 60 Magneten. Please. Waren das 60? 20? 40? 60? Aber viel zu viele. Egal. Die brauchen wir schon irgendwann. Ach, ich weiß, warum das so langsam geht. Wenn die Energie des Mechs leer ist. Es ist halt blöd, weil ich mich immer bewege und so. Es wird viel mehr rumstehen. Vor allem die Drohnen, die fliegen so weit, brauchen so viel Strom. Egal, ich bewege mich mal da hinten hin. Die Drohnen sind ja auch dann deshalb so langsam. Ah, ich brauche dringend die Ladestation. Forschung braucht auch Strom nebenbei. Aber ich will es einfach machen. Das nützt nichts. Energy Circuit. Recover Speed. Das würden wir halt brauchen, ne? Dazu brauche ich das Graphitzeugs. Das habe ich noch nicht gefunden. Ja. Solange die das bauen, dauert es ja eh ewig. Zumindest das Crafting müsste jetzt vorbei sein. Kann ich das irgendwie stoppen? Ja. Nice. Ja, dann brauchen die ein bisschen weniger Strom zum Craften hier. Das ist ärgerlich mit der Energie. Aber es nützt nichts, da müssen wir durch. Ich will jetzt mal Steine, komm. Ich will, dass es jetzt mal abgebaut wird. Man sieht, wie die in Zeitlupe hinfliegen. Denn durch Steine kriegen wir Glas und durch Glas kriegen wir Spaß. Ja, dann labert der uns nämlich wieder voll, dass wir jetzt Glas haben. Dass wir jetzt forschen können. Mit Glas kann man die Forschung in seine Richtung bauen. Soweit war ich schon im Testspiel. Jetzt ist es gleich soweit. Gleich ist es soweit, in Kürze. Glas. Da kommt das Glas. Wir können es auch selber craften, bin ich gerade drauf gekommen. Das machen wir jetzt einfach schnell. 10 Glas. 10 mal Beton. Die Chips haben wir schon gecraftet. Das Thruster-Ding ist auch bald durch. Er sagt ja gar nichts. Ich weiß nicht mehr genau. Ich
wage mich zu erinnern, dass der dann gesagt hat, hey, du kannst forschen. Ach, nee. Okay, ich muss hier, ja. Okay, gut. Ich muss hier noch das Forschen erforschen. Oh, einmal zu viel Escape. Naja, egal. Haben wir in der Zwischenzeit halt schon mal ein bisschen was an der Infrastruktur gebaut. Und ich kann jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde aufnehmen. Das finde ich gut. Für den Anfang, es nimmt schon mal Form an. Ne? Also, Fließbänder sind auch produziert gut. Ja, schon guck an. 200, 400, 600, 800, 900 Stück. Sollten wir für die nächste Zeit genug haben. Ja, Drive Engine. Space-Taste. Ja, mache ich jetzt nicht. Zum Fliegen. You have received the ability to fly. Double-click the space key to lift off. And then use the arrow keys to control mecha movement. The moving speed will increase by 150% with more energy consumed under flight mode. Pressing the Alt key can return the mecha to the ground during the flight. So Leute, weiter geht's nach einer kurzen Unterbrechung bei Dyson Sphere Program. Ja, was haben wir denn da als letztes gemacht? Ah ja, genau, die Forschung. Wir können jetzt... Warte kurz mal das hier weg. Warum geht das Tutorial nicht weg? Hier. You can now build the Matrix Lab. Also wir können jetzt das Matrizenlabor bauen. Und ich würde sagen, das wird das erste Gebäude, das wir direkt an den Bus anschließen. Ja, den Bus, den es noch nicht gibt. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Bänder. Nein. Weg. So, nochmal. Wir brauchen. Warum geht das X jetzt nicht weg? Ja, hier. Wir brauchen jetzt erstmal Bänder. Die einfach mal hier. Welche Richtung machen wir es denn? Auf beiden Seiten nicht so viel tolles Land, ne? Hier. Wir machen sie in die Richtung, würde ich sagen. Hier ist mehr Land. Heißt, wir starten hier. Machen hier mal den Anfang. Und ich würde den Bus gern so aufbauen, dass wir immer drei Bahnen nebeneinander haben. Und dann jeweils Platz für ein Produktionsgebäude. Also das normale Produktionsgebäude, das hier lassen. Und daneben dann nochmal. Komm schon. Hier quasi, ja, genau so. Das ist dann diese Bahn. Wird jetzt nur so ein Minibus. Ich würde sagen, die ersten sechs Bahnen einfach mal. Nur so zum Demonstrieren, wie das dann funktionieren soll. Das Forschungslabor hat leider nicht Platz, denn das ist eins breiter. Habe ich gesehen. Ja, das hat. Das braucht halt vier Platz, glaube ich. Oder? 1, 2, 3, 4, 5 sogar. Darum bauen wir das einfach hier neben dem Bus. Das ist okay. Denn das werden wir später sowieso mehr brauchen. Vermehrt. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Hier so. Dann brauchen wir, um die Forschung herzustellen, die erste von vielen, brauchen wir, was stand da? Das kann es ja nicht sein, oder? Nee. Wir brauchen Magneten und Chips. Magneten haben wir hier.